Hier in der Wüste, nee, weiß ich jetzt nicht von einem Färbemittel, was wir hier hätten. Also Kakteen, aber die muss man erst brennen. Naja, außerdem könnten wir jetzt einfach mal wieder zurückkehren, denn jetzt haben wir ja eine Menge Sand. Wir können ja wieder hierher kommen und das müssen wir wahrscheinlich sowieso nochmal, denn das, was wir hier haben, ja, das wird wohl nicht reichen. Ich kann das ja gleich mal so machen hier, da, da und da. Da haben wir schon mal 64. Und das reicht nicht. Ah doch, da ist noch was, da. So und so und so. Und da könnten wir jetzt noch 9 draus machen. Naja gut, das ist doch immerhin mal etwas. So, ah, da liegt noch was. Ach, diese eine, wir haben ja noch... wir haben ja noch 3. Ne, haben wir noch? Ne, haben wir nicht mehr, die habe ich ja mitgebracht. Die sind damit drin. Okay, egal, zurück hier. Dahin. Oder nee, erstmal ins Färberhaus. Komm, wir gehen mal... Wir gehen ins Färberhaus und versuchen diesen... Ton zu färben. Ah, nee, Moment, ich muss ja nach da unten. So. Boah, welche Farbe denn? Ach ja, wir nehmen gleich mal hellgrau. So, jetzt bin ich gespannt. Hellgrau, das muss in die Mitte und das dann außenrum. Ja, siehst du, ich kann das nämlich jetzt nicht färben. Weil das oranger Ton ist. Und nicht einfach nur so gebrannter Ton. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das, ja, ist jetzt ärgerlich, aber ist eben so. Na gut, ist eben so. Halt, ich schmeiß das mal da rein. Alles, was ich nicht brauche. Das da Bruchstein brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ja, nö, eigentlich nicht. So, okay. Dann setzen wir erstmal den letzten Block hier von dem Grundstein. Von Grundstein. Grundsteinlegung. Von den Grundmauern. Ach genau, das war der Begriff, den ich suchte. Grundmauern. Genau, die Grundmauern sind fertig hier. Ich kann hier mal noch eins höher machen gleich. Das wird auch noch eine Sache, wie ich das denn bauen will, das so in die Höhe zu ziehen, dann einfach so hoch und dann runterspringen, wird eine schmerzhafte Angelegenheit, fürchte ich. So, ja. Und es wird schon wieder dunkel. So, also ich will es jetzt deshalb erstmal noch so hochziehen, damit ich da auch gleich eine Tür reinsetzen kann, die dann auch nach oben hin einen vernünftigen Abschluss hat. Und zwar eine Tür aus Akazienholz. Die hat zwar große Lücken, komm, das machen wir jetzt eben noch, bevor ich mich hinlege. Die hat zwar große Lücken, aber die passt farblich sehr gut dazu. Die ist auch so ein bisschen so orange. Da, da und da. So, ach ja, dann also gleich mal ins Lager, denn... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Tür jetzt da habe oder 3 Stück davon. Ich brauche ja wenn dann 3. Aber das werden wir gleich sehen. Akazienholzbretter, Akazienholzerzeugnis. Ja, guck mal, da sind sogar 3 Türen da. Genau, 3 Stück. Ja. Dann, ja, wieder das leidige Schlafen gehen. Ich lege mich einfach mal hier hin wieder. So. Na los, aufwachen. So, okay. Wieder zurück ins Heim. Ich könnte mir sogar einen neuen Wegpunkt... Ja, aber... Ja. Weit ist das ja auch nicht. So, die Türen will ich gerne von innen setzen. So, ja, die sind ziemlich löchrig hier. Ja, aber das will ich mal so lassen. Ja, ich kann die ruhig offen lassen. So, dann hätte ich gerne noch... Ja, hier drüber eine kleine Verzierung gehabt, über der Tür. Wie sieht's denn dahinter aus? Da ist eigentlich noch relativ viel Platz. Aber ja, okay. Ich könnte sogar jetzt hier den ganzen Stein raushauen. Und mit Erde ersetzen, denn da hinten soll ja sowieso kein Stein hin. Da soll ja alles Erde sein. Und falls ich es mir doch noch anders überlege, kann ich das ja immer noch anders machen. Aber nö, ich finde das schon so... ganz gut hier. Ja, ja.
Aber ich fürchte, da geht mir die Erde aus. Wo ist denn die andere Erde denn hin? Ich habe doch was abgebaut. Oder habe ich... Ah, die habe ich da gelassen, genau. Dass ich das Inventar ein bisschen leer habe für den Sand. So, da haben wir noch was. Ja, das wächst alles zu. Ach, wunderbar. Dauert nur ein bisschen, aber ich muss mich nicht drum kümmern. Das ist auch immer so eine schöne Sache, ne? Wenn man da irgendwas gemacht hat. Ob das jetzt nun in Minecraft ist oder woanders, spielt ja gar keine Rolle. Irgendwas, was man anstößt, was aber dann immer noch nicht fertig ist, aber es läuft von alleine dann. Man muss sich einfach nicht mehr drum kümmern, aber man kann sich dennoch sicher sein, dass es fertig wird. Zum Beispiel jetzt hier in Minecraft das wachsende Gras. Oder wenn ich die Videos rendere, dann muss ich die erst schneiden und einzeln abspeichern dann. Und dann in der Stapelproduktion kann ich die rendern. Das muss ich, also das Schneiden und so weiter, muss ich natürlich alles so von Hand machen. Aber das Rendern selbst, natürlich macht das der Rechner. Das mache ich jetzt eben nicht von Hand. Ich lasse mal die drei jetzt mal hier. Mal sehen, wie das dann aussieht. Das muss ich nur anstoßen und dann läuft das eben auch von alleine. Und ich kann mir sicher sein, dass es einfach so ohne mein weiteres Zutun läuft, bis es eben fertig ist. Und in der Zwischenzeit kann ich irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, Videos gucken oder sowas. Aber keine neue Aufnahme, das mache ich nicht, das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob das ginge, aber habe ich das schon mal ausprobiert? Ja, kann schon sein. Aber mache ich nicht. Das ist. Aber das würde mein Rechner wahrscheinlich schaffen, aber. Oh, Erde ist alle. Dann muss ich wieder was abbauen. Machen wir jetzt eine Umlagerung. Das würde mein Rechner wahrscheinlich schaffen, aber. Es wird dann ruckeln oder sowas. Und irgendwie. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und ich fürchte auch, dass ich einen Qualitätsverlust dann habe bei den Videos. Wie auch immer der im Einzelnen zustande kommen soll, das weiß ich nicht. Aber das sind meine Befürchtungen und deswegen mache ich es. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich kann nebenher Videos gucken oder einfach mal was komplett anderes machen. Ja, ich gehe duschen oder... Ich habe es auch oft schon so gemacht, dass ich, wenn es mal ein bisschen mehr war, kurz bevor ich ins Training ging, habe ich das angeworfen. Und dann bin ich eben weggefahren zum Training und als ich wieder kam, war das fertig. So, ne? Alles gut. Wunderbar. Jetzt will ich erstmal hier diese Lücken auffüllen. Fallen mir noch andere Beispiele ein, wo man irgendwas anstoßen kann? Also zum Beispiel, wenn man Essen macht oder so, wenn das dann so vor sich hin köcheln soll oder so, oder im Backofen ist. Das ist so ein eingeschränktes Beispiel dafür, weil man ja doch auch immer wieder irgendwie so ein Auge drauf haben muss, dass es nicht überkocht oder dass es nicht, wenn es im Backofen ist, dass es nicht zu dunkel wird oder so. Ja, ich glaube, das ist nur ein ja, nicht ganz so gutes Beispiel. Nee, mir fallen mir jetzt auch gar nicht ein. Ah, Moment, was mir nicht einfällt, sondern was mir auffällt, hier die Tiere hier, wie ich vorhin noch sagte. Diese große Lücke ist ja immer noch, aber es sind schon ein paar mehr geworden. Die Lücke ist, so wie es für mich aussieht, ein bisschen kleiner geworden. Vielleicht trauen sie sich ja doch wieder ein bisschen her. Ja, bei diesen ganzen Bauarbeiten wahrscheinlich, ne? Das ist ihnen wahrscheinlich zu laut oder so, deswegen gehen sie weg. Und es gibt einige Ausnahmen, die daran interessiert sind, denen die Lautstärke nichts ausmacht, offensichtlich. Die dann gerne zuschauen. So, da haben wir das auch bald. Ach ja, wir wollten ja nochmal schauen nach TNT. Ach, guck mal, das... Bis hier vorne bin ich schon fertig. Oh, ach ja, nicht schlecht. Ja, ja, komm, ich bin dabei. Aber eigentlich wollte ich ja Silos bauen und nicht diese Erde hier wegmachen. Natürlich muss die Erde weg. Ah, nee, aber nicht so tief. Natürlich muss die Erde weg. Aber ich will auch Silos weiterbauen. So, packe ich mal da wieder was rein. Okay, ja, dann machen wir eben an den Silos weiter. Ach ja, ich wollte ja auch ein paar Treppen bauen aus Sandstein. Habe ich denn hier eigentlich eine Werkbank? Ich muss jetzt hier mal eine Werkbank haben. Nö, habe ich nicht. Okay, dann machen wir da mal hier so eine Werkbank. Die stelle ich jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, hier an den Rand hin. Dahin.
weil ich die für den Schuppen dann ja auch noch brauchen kann. Vielleicht ist es gar nicht nötig, aber vielleicht ja doch. So, jetzt will ich mal hier ein paar Treppen machen. Das müssen nicht viele sein. Machen wir erstmal nur so. So, und dann sollten die da drüber. Aber wie geht das jetzt? Ja, einfach mal mit Erde ein bisschen hinterfüttern. Der Stein kann auch weg. Achso, ja, innen sind die Steinböden schon ausgelegt. Dann davor hier noch. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus da. Mal sehen, wie das aussieht, wenn das alles zugewachsen ist. Ich kann da noch ein paar Blumen dann an der Seite hinstellen oder sowas. Ach, ich denke, das wird wohl ganz nett aussehen. So, hier. Dann hier eins daneben. Ja, genau so. Und so. Na, was haltet ihr davon? Die Tür schließt da noch ab. Ja, genau, weil die innen ist. Ja, ist jetzt nichts Großartiges. Na, ist einfach nur so eine kleine Verzierung. Nichts weiter. Ich lasse es mal. Ja, nächste Frage. Wie hoch soll das denn werden? Ach ja, ich wollte auch noch Fenster einbauen, richtig. Die werde ich zwar wieder vollfüllen dann mit, vollstellen. Wie nennt man das denn, wenn man etwas vor ein Fenster stellt? Das Fenster vollstellen? Nee, das ist eigentlich nicht. Man stellt etwas davor. Naja, wie dem auch sei. Da wird sich dann das Stroh ansammeln. Die Fenster mache ich dann einfach zum Schluss rein. So, noch einer. Ach ja, ich kann ja nur immer zwei hoch. Dann werde ich jetzt in Zukunft immer nur zwei bauen. So. Nee, aber das kann ich jetzt erst nochmal hoch machen. Na, komm her. So. Ne, hat nicht geklappt. Okay, so. Da, da. Da noch einer. Und ach, ich habe noch mehr. So, wie viel haben wir denn noch? Naja, das ist nicht mehr viel, ne? Ja, gut. Ist dann eben so. Wie komme ich jetzt wieder hier runter? Ja, das ist eben die Sache. Na, ich muss mir da was ausdenken, wie ich das machen kann. Also, ehrlich gesagt, mir gefällt das echt gut da mit diesem Stein davor. Ich mache das auch mal hier. Machen wir das doch gleich mal dahin. So, wo haben wir den Stein? Ich brauche ihn also doch nochmal. So, ja. Wie sieht's denn da hinten aus? Habe ich da alles weggemacht? Ja, doch, das sieht gut aus. Er ist noch nicht alles zugewachsen, aber das macht ja nichts. Wird schon noch. Ja, doch. Meine drei Silos. Oh je. Okay, ja. Also, wie komme ich da? Ah, ich könnte einfach am Rande mal eine Leiter hinbauen. Das ist vielleicht grundsätzlich keine schlechte Idee. Dass man da auf das Silo dann noch eine Leiter hochmacht. Das gefällt mir. Von innen könnten wir vielleicht auch eine Leiter machen. Hier gleich neben der Tür oder so. Ich hole mal Leitermaterial. Außerdem neigt sich der Tag schon wieder dem Ende zu. Und ich muss ins Bett gehen. Wo haben wir denn Leitern? Müssten hier drin sein. Da sind aber keine. Da sind jede Menge Boote drin. Ja, weil ich mich da ja vertan habe. Gut, machen wir mal Leitern. Ja, es müssten einige in dem Wüstenhäuschen sein, da bei der Talantenne. 27, ja, es wird ein bisschen wenig sein. So, für den Anfang reicht's mal. Ach komm, ich will aber nicht hier im Lager schlafen. Das habe ich schon lange und oft genug getan. Was eigentlich dasselbe jetzt aussagt. Lange genug, häufig genug. Das ist ja nicht besonders schön da. So, lieber hier, in diesem schönen Haus. Ich könnte eigentlich auch draußen ein Bett hinstellen. Nein, nicht hier oben. So, Weg ist wieder frei.
Naja, ich könnte auch so... Wo sind die ganzen Blumen hin? Die waren doch vorhin noch da.